Muss immer gerade Wege haben, dass man überall hinlaufen kann. Na gut, ein bisschen krumm und schief darf es schon sein. Nee, so ist es ja nicht. Aber gerade Wege sind schon ein bisschen besser. So, da war nichts drin. Da auch nicht. Da auch nicht. Da ist das Gold. Das ist Eisen. Und noch mehr Eisen. Und wir haben viel zu wenig Kohle. So. Einmal. Nee, den Helm brauche ich doch gar nicht. Nein. Hose. So. Hose. Schuhe. So. Das Eisen packen wir damit rein. Das Gold packen wir damit rein. Jetzt habe ich so einen schönen Tintensack bei mir drin. Der muss hier oben mit rein. Blümchen. Ja, Blümchen. Weizenkörner. Hab ich genug von? Brauche ich nicht noch mehr. So. Die Workbench, die ich noch gemacht habe. Ja, die könnt ihr eigentlich da oben. Die Kobli. Oder, das ist auch noch Eisen. Und ich glaube, ich hole gleich mal die Smaragde rüber. Wenn ich es nicht vergesse, damit wir die alle auf einen Haufen haben. Nicht, dass sie überall verteilt sind. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Und dann gehen wir mal ein bisschen die Rüstung verzaubern. Na, 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 na. Ich mach mir eine bunte Rüstung, yeah. Aber erstmal, das schmeißen wir gleich weg. Und das muss man sagen. Das ist voll der Armee-Skin, so. So. Schutz. Haltbarkeit. Haltbarkeit. Und schusssicher. Ja, meine Schuhe sind jetzt schusssicher. Mir kann keiner mehr einen Pfeil ins Knie schießen. Was eher bei der Hose besser gewesen wäre. Obwohl die Schuhe, die gehen ja bis zum Knie. Also von daher, meine Knie sind sicher. Wuhu! So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder ein bisschen buddeln. Und ich möchte ja, wie gesagt, gerne meine Teleporter so langsam alle bauen. Dass wir auch mal wieder zu den Inseln gehen und einfach mal gucken, was da so ist. Und wie gesagt, ich möchte schauen, ob ich da noch Diamanten habe. Glaub nämlich schon. Naja, den Teleporterraum hätte ich gerne hier unten hin. Obwohl der hier oben eigentlich auch irgendwo ganz geil wäre. Aber bis ich da eigentlich mal auf der Höhe bin, wo ich den hinhaben möchte, das dauert ja noch. Weil hier kommt ja erstmal Wohnzimmer und alles pipapo hin, ne, Elblindo? Geht's dir gut? Oh, macht er. Oh. Deswegen werden wir den Teleporterraum hier so hinbasteln. Na, erstmal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich wollte ja eigentlich mehr Kisten sowas hinbauen, aber wir haben so viele Kisten hier mit La sowas, wo wir was lagern können. Von daher wird das alles reichen. Deswegen bauen wir uns mal so weiter hier in die Wand rein und bauen dann hier unser Teleporterraum hier hin. Und es ist auch wunderschön, dass ich für solche Geschichten nichts zum Reden habe, weil ich hier gerade nicht so derjenige bin, der sich jede Menge Neuigkeiten anhorcht. Das Neueste, was ich hier so gehört habe, war eigentlich das mit der lieben Conchita Wurst. Es, er. Es. Ja. Mit dem Eurovision Song Contest, ja. War ganz interessant. Ich habe es nicht geguckt. Ich habe mir nur die Berichte angehört, weil ich bin nicht so der Freund, das anzugucken. Weil ich das ziemlich langweilig finde. Ich gucke mir dann lieber nachher an. So, wer hat denn gewonnen? Ja, das ist dann schön. Und ja, Cheetah-Wurst. Da denkt man echt so, okay. Ja, es ist jemand, der aufgefallen ist. Und man weiß ja, wenn jemand da ist, der auffällt, der halt ein bisschen anders ist als die anderen Kandidaten, ne, dann hat der gleich viel mehr Chancen. Das ist wirklich so. Und der kann ja auch singen. So ist es ja nicht. Ich habe es doch mal gehört, sein tolles Lied. Ah, singen kann er. Bloß, ob das alles so gerechtfertigt ist, ist eine andere Geschichte, weil ich habe ja auch so mitgekriegt, dass die Russen zum Beispiel sich ziemlich aufgeregt haben, weil sowas in Russland verpönt ist. Ja, es ist ja überall anders. Bei uns ist es eher ein bisschen toleranter. Kann man aber auch verstehen, es ist halt überall ein bisschen anders. Ist ja genauso wie in Frankreich, dass mit den Schulen, dass sie die total hassen, sowas alles oder am liebsten lynchen würden. Ja. All solche Geschichten und. Ja, es ist halt jemand, der fällt auf. Das war ja genauso wie vor ein paar Jährchen. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen her mit Lordi. War ja genau das Gleiche. Die waren halt auch sehr auffällig. Und ja. Wer auffällt,
der hat vielleicht bessere Chancen. Und gerade bei Song-Contesten, das sind ja eher mehr das jüngere Publikum. Neuerdings ja, weil das ist ja nicht mehr so nur für die älteren Herrschaften, dass die auch mehr so auf solche Leute gehen. Anstatt auf die ein bisschen normal aussehen, in Anführungsstrichen. Ich weiß es so nicht, wer da noch alles aufgetreten ist. Ich weiß nur noch, dass der Hollande das ziemlich klack war, ne? Knapp war, aber sonst... Schitter Wurst, ja. Es war sehr interessant, ja. Aber naja, sei es ihm gegönnt. Hier, es. Ich weiß nicht, wie ich das betiteln soll. Aber naja. Sonst ist es eigentlich ziemlich an mir vorbeigezogen, weil, wie gesagt, wirklich interessiert tut es mich nicht. Genauso wie die Geschichten wie Germany's Next Topmodel und DSDS. Das ist sowieso reine Menschenverblödung, wo ich zwischendurch auch schon manchmal denke, das ist echt geskriptet teilweise. Weil die Leute können auch nicht so bescheuert sein. Obwohl ich auch wieder andererseits denke, ja, die Leute können wirklich so bescheuert sein. Und, ja. Lass mich gerade überlegen. Ich wollte eigentlich ein paar Stufen hier runtergehen. Dass ich einen schönen offenen Raum habe. Vielleicht komme ich auf der anderen Seite vom Felsen ja auch noch ein bisschen raus, damit ich hier ein bisschen Licht reinkriege. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ich möchte mit denen hier nochmal kurz wegkommen. Und... Ha. Ha. Hier habe ich auch drei. Dann mache ich das ja auch so. Ja, so. Nee, das sind alles so Sachen, die interessieren mich nicht wirklich, weil es ist genauso wie diese deutschen Reality-Shows. Das ist alles geskriptet. Es gibt nicht Leute, die wirklich so bescheuert sind. Manche sind es. Das ist echt wow. Ich weiß schon, warum ich keinen Fernsehen mehr gucke. Guckt ihr noch Fernsehen? Ich gucke keinen Fernsehen mehr. Außer wenn wirklich irgendwie ein interessanter Film im Fernsehen ist, wo ich aber sagen muss, dass ich meistens dabei auch reinsteife, weil diese scheiß Werbung da mal zwischen ist, die 15 Minuten teilweise geht. 15 Minuten! Man weiß gar nicht mehr während der Werbung, was man da eigentlich geguckt hat. So schlimm ist das schon. Das war früher nie so schlimm. Früher ging Werbung 2-3 Minuten und das war's dann. Und die Werbespots waren auch nicht so lang. Ja, damals war eh alles besser. Und naja... Aber ich guck kein Fernsehen mehr. Wie gesagt, wenn irgendwie ein interessanter Film läuft, dann gucke ich vielleicht. Aber der muss aber wirklich interessant sein, weil, wie gesagt, das schaffe ich bei der Werbung ein. Oh, wir sind übrigens draußen, das ist gut. Dann kriegen wir hier ein bisschen Sonnenlicht rein. Obwohl es hier gerade ziemlich dunkel ist. Und, ja. Was gucke ich denn sonst noch, wenn mal Fernsehen läuft? Wenn ich mal Fernsehen gucke. So gesagt, ja, Navy CRS gucke ich derzeit gerne. Weil das gucken wir meistens beim Abendbrot essen, weil wir meistens abends warm essen. Dann sitzen wir da vor der Glotze und gucken Navy. Aber das ist auch das Einzige, was ich dann auch noch gucke. Sonst. Pff, es gibt YouTube! Es gibt Internet! Braucht man kein. Toll, es ist hier irgendwo ein Monster und ich kann nicht pennen. Ich stehe bestimmt schon draußen irgendwo und versucht reinzukommen oder so. Ich sehe nur Kühe. Gut, dann machen wir halt weiter und hoffen, dass uns hier nichts ins Gesicht springt. Ja. Okay. Vielleicht sollte man hier auch nochmal ein Bett aufstellen. Dann buddel ich da jetzt nicht so weiter in diese Richtung, sondern eher in diese. Weil sonst ich, ne, da ein bisschen größeres Loch habe und dann können die hier reinkommen. Das muss nicht sein. Außer kleine Silberfischis können hier reinkommen. Naja. Ihr Fernsehen ist wirklich allgemein sehr uninteressant geworden. Für mich zumindest. Da ist selten noch irgendwie was, was man gucken müsste. Wenn ich auch mal Fernsehen anhabe, dann meistens auch so nebenbei nur, dass da irgendwas läuft, wenn ich gerade irgendwie was in mich gerade ein bisschen sauber mache oder so. Ein bisschen Haushalt schiebe. Dann habe ich den auch mal an, aber sonst eigentlich eher nicht. Es ist ziemlich uninteressant. Ich sag's gerne nochmal, es ist sehr, sehr uninteressant. So. Ich würde noch überlegen, ob ich hier noch einen runtergehe mit so einem kleinen Treppchen. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Das ist auch unpraktisch. Ich habe auch keine Stöcker mehr, um mir einen zu machen. So. So. Können wir gleich schon mal zu den Inseln hintuckern. Und uns die Koordinaten holen. Aber ich kann jetzt noch nicht die Teleporter an sich fertig machen, weil ich jetzt gerade nicht die Nummer von den
von den Command-Blocks im Kopf habe, weil die findet man so nicht im Creative Menü, warum auch immer, was ich eigentlich schade finde. Ich meine, das war 48 oder sowas. Ich bin mir jetzt aber echt nicht sicher, oder 65. Keine Ahnung. Müsste ich nachgucken, deswegen machen wir das nicht jetzt. Aber wir holen uns auf jeden Fall schon mal die Koordinaten. Und erstmal müssen wir sowieso den Raum wieder so weit fertig kriegen, damit wir da überhaupt irgendwas machen können. Wir brauchen nämlich Platz. Sehr viel Platz. Und am besten so Platz machen, dass man das noch erweitern kann. Den Raum hier. Weil wir werden bestimmt noch ein paar mehr Teleporter machen. Das wird uns einige Wege ersparen, gerade wenn ich da hinten nochmal zu den Leben hin möchte, wo ich gerne nochmal hin möchte, um mir den Leben abzubauen. Den farbigen Leben und einfach mir das nochmal anzugucken. Guck mal, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist Deswegen ist sowieso erstmal die Frage, wie groß ich die Teleporterplätze mache, weil ich möchte gerne so ein kleines Plateau da immer hin machen. So ein bisschen Gestrüpp und sowas so rum, so wie das dann in der Ecke da, wo wir hinwollen, so ungefähr aussieht. Und mit Schild dran und alles. Und naja, da brauchen wir so mindestens 5 Blöcke breit Platz. Deswegen, wenn ich das erweitern möchte, muss ich mir eine Richtung aussuchen, wo ich es erweitern kann. Das wäre nämlich diese Richtung. Und das würde nämlich nicht reichen, wenn ich das immer so mache. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Da muss ich noch ein bisschen weiter raus, weil ich möchte auch einen Weg da in der Mitte haben. Das reicht, wenn der 2 breit ist, aber hey. Ich möchte gerne, dass es draußen hell wird, damit ich weiter da in die Richtung buddeln kann. Naja. Nee, dann gehen wir halt ein bisschen weiter die Richtung schon mal. Damit wir das fröhlich weiter erweitern können, könnten wir auch irgendwann, wenn uns der Gang zu lang wird, auch eine Treppe nach unten machen. Die können wir dann auch hier vorne machen, lassen wir hier vorne alles frei. Und dann da unter ein Geschoss noch machen, wo es dann weitergeht. Ich weiß nicht, wie viele Teleporter wir machen werden, aber auf jeden Fall sollte man so planen, dass man halt auch immer weiter was bauen kann. So. Allein deswegen ist dieser Raum hier schon ein bisschen weiter unten, als der da oben ist. Damit wir hier ordentlich was hinmachen können und nicht gestört sind, in irgendwelche Richtungen noch zu buddeln. Man könnte den Raum ja auch so eine Ecke machen, dass der hier erst so weiter in die Richtung geht und dann hier gleich so eine Kurve macht. Dass wir halt hinter den Kisten noch weiter Teleporter machen können. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Dann muss hier aber auch noch einen weiter auf jeden Fall. Ich sehe nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier Platz für den Teleporter. Dann brauchen wir einmal eine Ecke. Das ist dann die Ecke. Und dann geht es dann hier so rum. Das könnte man natürlich auch machen. So, dann ist das kein langer Raum. Und dann sieht es auch noch gut aus. So, 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Dann haben wir hier die Ecke. Auch nicht schlecht. Soll jetzt bloß auch ein bisschen noch was aussehen. Maus, bitte. Ich bin ans Rad gekommen. Obwohl wir wissen ja, aber die Maus ist ja so empfindlich. Wenn ich so ein bisschen drauf hau, dann geht das auch darüber. Ich hätte eigentlich lieber die andere Maus benutzt, aber weil ich die Maus an sich schon so lange nicht mehr benutzt habe und ich muss gleich niesen. Moment. So. ist das jetzt wäre ein bisschen blöd gewesen, weil die sehr empfindlich ist. Die ist ja nur... Die hier ist erschütterungsempfindlich, die andere ist sehr empfindlich, was die Bewegung angeht. Haben wir ja gemerkt am Anfang der Aufnahme. Und ich so, ups, das hätte ich vielleicht vorher ein bisschen üben sollen. Ich hau mich durch den Stein. Und es ist immer noch dunkel draußen. Und ich möchte gerne noch weiter nach vorne hier hinaus. Damit ich ein schönes Fenster machen kann. Damit man hier auch ein bisschen Sonnenlicht reinkriegt. Weil das macht immer noch mehr Licht in den Raum, als wenn wir hier überall Fackeln hin tun. Das ist Erde. Okay. Oh, Fackel, ich kann mal wieder eine setzen. So. Das waren jetzt genau 10 breit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dann 10, okay. Gehe ich hier schon mal weiter raus? Das wäre dann Nummer 10. Und dann noch für den Weg zwischen den Teleportern. So. 11 und 12. Okay, müssen wir das noch eben noch mit weghauen? Wenn mir nicht an dauernd die Spitzhacke kaputt gehen würde. Vielleicht mal 2. So. Wand. Und dann sollte das eigentlich so langsam auch mal ein bisschen Gestalt annehmen, wenn das draußen mal ein bisschen heller wird, dass ich das Fenster da reinhauen kann. Aber draußen ist ein Creeper rumgelaufen. Das muss nicht unbedingt sein.